machen Sie sich über mich lustig. Aber gar nicht, ich schwöre, es direkt zum Verlieben. Ist das wirklich wahr? Natürlich. Es klingt ja beinahe wie eine Liebeserklärung. Ja, das soll auch eine sein, ja. So? Ja. Aber ich weiß, dass man einem europäischen Offizier in puncto Liebe leider kein Wort glauben darf. Ah, doch, schau her. Aha. Sagen Sie mal, wer hat Ihnen denn das schon wieder gesagt? Die Lotusblume. Die Lotusblume? Ach so, das ist bei Ihnen wahrscheinlich das Blumenorakel. Wie bei uns das Margarita, nicht? Sie liebt mich vom Herzen, mit Schmerzen, ein wenig oder gar nicht. Ach, ist das süß. Aber woher wissen das bei Ihnen die Blumen? Ja, das ist bestimmt noch ein Überbleibsel aus dem Paradies. Als Gott die Welt erschuf, waren alle Menschen gleich. Alle Blumen blühten dort, für uns sowie für euch. Und es gab nicht weiß und schwarz und gelb und arm und reich. Jedoch im Lauf der Zeiten schwand der schöne Braun. Alle Menschen sind verschieden und die Sitten auch. Nur wenn unsere Herzen sprechen zärtlich süß, ist es noch genauso wie im Paradies. Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich. Und du liebst mich, und da liegt alles drin, ja? Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe, hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Ja, ja. Der kühle Englishman, der zeigt nicht sein Gefühl. Doch der deutsche Dichter tut des Guten oft zu viel. Und dem Herrn Franzosen ist es ein Gesellschaftsspiel. In China ist man zart und seufzt im Mondenschein. Und in Wien galant und wird intimer erst beim Wein. Doch wenn sich entwickelt, dann der Dinge lang, kommen alle Menschen mit der Zeit daran. Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin.
Dei, du hältst Korrei. Okay, Ruha, sag's doch. Deine Stellung bürdet dir jetzt auf Pflichten auf, nicht allein gegen unser erhabenes Herrscherhaus, sondern auch gegen unsere Familie. Deshalb habe ich als derzeitiges Familienoberhaupt beschlossen, dir heute noch deine vier Bräute zuzuführen. Oheim, du weißt, ich bin schon verheiratet. Ach, du meinst die Europäerin. Nach den Gesetzen unseres Landes, nach den Geboten unseres großen Konfuzius, ist sie nicht deine Gattin, sondern deine Sklavin. Oder wenn du es auch europäisch ausgedrückt wissen willst, deine Mätresse. Ich danke dir für diese Belehrung. Aber wenn dir an der Erfüllung derer Formalität so viel gelegen ist, so will ich mich der alten Landessitte finden. Und wenn es sein muss, noch heute. Ich habe keine andere Antwort von dir erwartet. Wünschst du sonst noch etwas? Ja. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst, dass neben den vier Prinzessinnen in deinem Frauenpalais für eine weiße Frau kein Platz übrig ist. So lautet unser Gesetz. Ich kenne das Gesetz. Es ist veraltet. Es passt nicht in unsere Zeit. Ich werde es ändern. Du willst dich gegen unsere vieltausendjährige Tradition auflehnen? Ja, das will ich. Ich gebe diesem Lande die Gesetze. Und es wird gut tun, sich danach zu richten. Ich habe weder das Recht noch die Macht, deine Entschlüsse zu beeinflussen. Aber ich warne dich. Fürchte die Götter. Jeden Götter! Es kann nicht unrecht sein, was ich tue. Ihr habt den Menschen das Herz in die Brust gelegt. Und mein Herz und meine Liebe gehört mir dieser einen, einzigen Frau. Ich möchte deine Marken trinken und bete.
Herzen sinken, hier allein. Wie wunderbar ist dein leuchtendes Haupt. Traum schien um Sehnsuchtsbank, ist dein strahlender Blick. Lehrlich der Stimme klang, ist es so, wie Musik. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Gesandtschaft seine Aufwartung zu machen wünscht. Na, was ist? Hast du verstanden? Freilich!
politischen Verwandtschaft? Wünscht etwas aufzumachen? Aufzuwachen? Aufzuwarten? Aufzuwarten? Da ist schon aufzuwarten. Mein Bruder wird sich sicherlich sehr freuen. Ihr Bruder? Ja, ich bin die Schwester des Prinzen. Oh, verzeihen Sie bitte, dann sind Sie ja Prinzessin. Ja. Entschuldigen Sie bitte vielmals, das habe ich nicht gewusst. Aber warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Sie haben mich ja nicht danach gefragt. Ah ja, das stimmt, ja. Das ist aber ein herrliches Land, wo die Frauen nur reden, wenn sie gefragt werden. Ja, aber sagen Sie, dann sind Sie ja die Schwägerin von Lisa. Ja, natürlich. Ja, bitte, wie geht es ihr denn? Was macht sie immer? Wie sieht sie aus? Oh, sehr gut, Herr Graf. Soll ich Sie zu Lisa führen? Ich bitte Sie, Prinzessin, sie, ja? Oder kommt ihr wieder selten? Können Sie ihn alle selber fragen? Guste! Lisa! Ja, Guste, bist du es wirklich? Ja, wie ja. Kommst du hierher, Gustl? Was machst du in China? Ja, weißt du, Lisa, seitdem du von mir weg bist, da hat es mir nicht mehr so recht gefallen. Da habe ich alle meine hohen Verbindungen in Anspruch genommen, dein Exzellenz war auch so gütig, sich für mich zu verwenden. Und da habe ich durchgesetzt, dass ich hierher kommandiert wurde. Fesch, was? Sehr fesch. Du weißt ja, Lisa, alte Liebe rostet nicht, ne? Red nicht so. Sag mir lieber, was macht mein lieber guter alter Vater? Wie schaut er aus? Blendend ausgezeichnet. Der Erde ist Kreuz für den wie immer. Und unsere gemeinsamen Freunde und Bekannten in Wien? Wir lassen dich alle herzlichst grüßen nach Lisa, du hast ja keine Ahnung, wie wir dich an allen Ecken und Enden schmerzlich vermisst haben. Das ist aber sehr lieb von euch, Gustl. Und Lisa, hast du hier das Glück gefunden, dass du dir erträumt hast? Ja, Gustl, ich liebe meinen Mann und mein Mann liebt mich. Ach, ich bin so restlos glücklich. Ja, aber wie findest du dich mit den Sitten und Gebräuchen dieses Landes ab? Die kenne ich doch gar nicht. Ich lebe hier so wie in der Heimat. Hör mal, du fragst aber sehr merkwürdig. Tja, ich habe nur so etwas zu Leuten gehört. Was hast du den Leuten gehört? Na, zum Beispiel, dass ein Mann vom Range deines Herrn Gemahls gleich vier Frauen auf einmal heiraten muss. Ja. Davon müsste ich doch etwas wissen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass mein Mann mir so etwas anbietet. Nein, Lisa, ich freue mich, dass ich deinem Papa in jeder Beziehung freudige Mitteilung mache. Ja? So denke ich, ich habe einen Besuch aus der Heimat bekommen. Willkommen in unserem Land, Herr Graf. Wir kennen uns ja von Wien. Hoheit, ich hatte bereits die Ehre. Darf ich vorstellen, Graf Bockenstein, Fürst Tschak. Buddha segne Ihren Eingang und ferneren Lebensweg. Danke gleichfalls. Du brauchst gar nicht so liebenswürdig mit dem Grafen sein. Ich bin ihm sogar ein bisschen böse. Er hat mir da eure Landessitten in sehr merkwürdiger Weise geschildert. Darf ich erfahren, wie? Er sagt zum Beispiel, dass du in deiner hohen Stellung mindestens vier Frauen heiraten musst. Da hat er recht. Er scheint unsere Landessitten gut zu kennen. Er sieht sie natürlich. Europäischen Standpunkt aus. Wenn ich sie nun auch vom europäischen Standpunkt aus sehen würde. Das wirst du nicht tun, Lisa. So, du weißt, das ist doch nur eine belanglose Zeremonie. Ich glaube, wir verstehen uns nicht richtig. Du musst also wirklich diese vier Frauen heiraten? Nach dem Gesetz, ja. Aber das ist doch nur eine bedeutungslose Zeremonie. Hoheit, die Herren von der englischen Verwandtschaft sind es. Von der englischen Gesandtschaft sind erschienen und wollen ihre Aufwartung machen. Darf ich die Herren verführen? Hier hereinführen? Führe sie in den blauen Salon. Jawohl, ich führe sie in den Salon und warte, bis sie blau sind. Jawohl. Herr Graf, bitte mich zu entschuldigen. Lise, ich kehre gleich zu dir zurück. Ich darf mich wohl jetzt auch entfernen, aber ehe ich gehe, halte ich es als Familienoberhaupt für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass die Gebote unseres großen Konfuzius keine bedeutungslose Zeremonie sind. Im Gegenteil, sie sind streng zu befolgen und sagen klar und deutlich, dass ein Mann vom Range seiner Hoheit vier Frauen heiraten muss. Und dass nach erfolgter Hochzeit eine weiße Frau in seinem Hause nicht geduldet werden darf. Das soll heißen, dass sie... Nach der Meinung seiner Hoheit, nein. Nach dem Gesetz, ja. Ich
hoffe, Sie werden wissen, was Sie zu tun haben. Lisa, es bleibt dir keine andere Wahl. Du musst fort von hier. Ich halte die Gesandtschaft bereit, alles für die Abreise vor. Aber bitte, eines musst du mir versprechen. Tu nichts ohne mich. So sieht also mein Glück aus. Oh!
also wirklich diese vier Frauen heiraten? Ich muss es tun. Aber es ist doch nur eine bedeutungslose Zeremonie. Bedeutungslos vielleicht für dich, aber doch nicht für mich, Sue. Wenn du mir diese Schande antust und diese vier Frauen heiratest, dann kann ich nicht länger bei dir bleiben. Da muss ich fort. Es ist doch nur eine bedeutungslose Zeremonie. Du wusstest doch, in welches Land du mir folgtest. Ja. Ich kannte nur dich. Sie habe ich vertraut, aber du hättest mir doch sagen müssen, was mich hier erwartet. Du hast es mir aber verheimlicht. Mein Entschluss steht fest zu. Ich gehe. Du gehst? Ja, so, ich gehe. Du willst mich verlassen? Ja, so. Ich will nicht, dass du gehst. Du willst es mir verwehren? Ich verbiete es dir sogar. Thank you.
Nein! Die Herren dazu belastet verlassen! Ihr habt es mit eurem Kopf! Geschieht, ist es ein böser Traum, den ich gesehen? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Mein Sonnenschein, wonach
gekommen. Aber im Gegenteil, mein Bruder hat mich darum gebeten, zu dir zu gehen. Lisa, es gibt nur einen Ausweg. Du musst dich mit ihm versöhnen. Er leidet unter der Trennung. Wenn er nach Hause kommt, ist seine erste Frage, ob du nichts entbehrst, ob du ihm irgendetwas hast sagen lassen. Lisa, bitte, versöhne dich mit ihm. Ich kann keine Liebe heucheln und ich kann doch auch ihm gegenüber nicht unehrlich sein. Bedenke doch nie diese vier Frauen. Aber Lisa, die vier Frauen interessieren deinen Bruder ganz und gar nicht. Er hat sie noch keines Blickes gewürdigt und darüber ist ja auch Onkel Chang so empört. Soll ich nachsehen? Komm zu mir hinein, dann können wir ungestörter miteinander sprechen. Niemand hier. Du bist mit geschwind und das waren die Gemächer der genesischen Frau, des Prinzen also. Wo sind die Gemächer der europäischen Frau? Dort! Komm, da will ich auch hinein. Nein, da dürfen wir nicht hinein. Warum nicht? Hoheit, die weiße Prinzessin hat nur weibliche Dienerschaft. Keine Minute? Nein. Sehr interessant. Sag, ist diese Tür dort versperrt oder offen? Offen, immer offen, alles immer offen. Ja, ja, deine Hand aber auch, ja. Das habe ich schon gemerkt. Ja. Also da hast du ihn jetzt nicht. Ja, geschwind. Danke. Nein, den kann ich nicht brauchen, das ist ja ein falscher. Du kennst dich ja gar nicht aus mit unserem doch, Geld. Da hast du, da, wenn das geht. Ja, das ist etwas anderes. Ja? Sie dürfen mich nicht für dumm halten, wenn ich auch schon längere Zeit aus dem männlichen Geschlecht ausgetreten worden bin. So kann ich mir ganz gut vorstellen, warum Sie da hineingehen wollen. So, ja, das weiß ich ganz genau. Ich hätte ja selber vor einigen Monaten eine großartige Partie machen können. Ich gehe, erzähl mir keine Märchen, du und heiraten. Ja, ich hätte die Tochter des Sultans von Hadramatamura heiraten können. Was? Die Tochter des Sultans von Hadramatamura. Wie heißt der? Hadramatamura. Verstehe ich nicht, kenne ich nicht. Sie sind aber ein ungebildeter Mensch, können Sie gar nicht Sultanesisch? Nein, gar nicht. Hadramatamura. Ja. Und warum hast du sie nicht geheiratet? Ja, es ist an einer winzigen Kleinigkeit gescheitert. Woran? Der Sultan hat gar keine Tochter. Also hör auf mit deinem Blödsinn. Halt mich nicht auf. Wenn ich aber unsere weiße Herren nicht so sehr verehren würde, dann würde ich für kein Geld der Welt. Ja. Für kein Geld der Welt. Ja, servus. Geh schon. Geben Sie mir wenigstens den Falschen. Warum? Ich brauche jetzt viel Geld. Ich habe etwas Großes vor. Wohin gehst du denn? Ins Tivoli. Lisa. Was um Gottes Willen. Was du hier in diesem Zimmer, wenn ich finde, bist du verloren. Unsere Sorge ist alles glänzend für unser Flug vorbereitet. Wir bringen im Auto zur Fahrt über den österreichischen Dampfer. Bevor man die Flucht bemerkt, sind wir längst über den chinesischen Hoheitsgewässern hinaus. Du spielst doch mit deinem Leben. Lisa, ich bin doch jetzt Nebensache. Jetzt geht es um dich und deine Freiheit. Wenn du dich an die Ziegen hast, dann gehst du so schnell als möglich. Gerade weil ich dich liebe, bleibe ich, ja? Woher Graf, Sie hier? Wenn man Sie hier findet, sind Sie verloren. Ein Prinzessin, Unkraut verdirbt nicht. Wir müssen fliehen. Bitte helfen Sie uns. Ich? Ja, wie soll denn ich das machen? Ich liebe Lisa ja so sehr. Aber ich liebe auch meinen Bruder. Sag, Lisa, willst du dich doch mit ihm versöhnen und hierbleiben? Versöhnen, ja, aber hierbleiben kann ich nicht. Ich muss fort. Mein armer Bruder wird es sehr schwer tragen. Denn er liebt dich. Aber trotzdem, ich helfe euch. Und das willst du wirklich tun? Soll ich gerade mich rasch um, ob ihn sofort wieder da? Prinzessin, ich bewundere Sie. Sie sind das süßeste und goldigste Geschöpf, das unser Herrgott je erschaffen hat. Und Sie sind, wenn ich Ihnen schon die Wahrheit sagen darf, der Liebste, der Galanteste und der heldenhafteste Kavalier unter der Sonne. Da müsste ich aber die Sonne schämen. Ich weiß ja, warum Sie mir das alles sagen. Warum? Sie wollen mir nur den Abschied noch schwerer machen. Ich? Oh nein. In kurzer Zeit werden Sie das kleine Chinamädel ohne dies vergessen haben. Denn ich weiß, Ihr ganzes Herz gehört Lisa. Und das kann ich begreifen. Aber ein kleines Platzerl da, ganz im Osten, das gehört einer unvergesslich süßen kleinen Prinzessin Ampaio. Und wenn die Chrysanthemen blühen, da wird das Herz da drinnen
Immer ein bisschen lauter schlagen. Zick, 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 zick. Wie bitte? Zick, 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 zick. Ja, Sie haben ganz recht, ja. Sagen Sie, was bedeutet denn das? Das ist für uns der Ausdruck der allergrößten Freude. Gott, ist das aber lieb. Zick, 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 zick. Zick, 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 zick. Zick, 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 zick. Für wenig Chrysanthemen. Zick, 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 zick. Am Paio. Zick, 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 zick. Tausend junge Mädchen. Zick, 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 zick. Zum Paio. Zick, 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 zick. Wenn der helle Vollmond zick, 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 zick. Am Paio. Zick, 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 zick. Für die Kinder der Blütenacht. Zick, 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 zick. In der Nacht. Zick. Willst du nicht das Märchen sehen, fremder weißer Mann? Eine gute, bunte Pflanze am Paio. Willst du nicht durch Gärten gehen, fremder weißer Mann? Wo die schlanken Mädchen tanzen am Paio. Willst du Blumen pflücken, Blumen pflücken, Blumen pflücken? Zick, 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 zick. Du bist so lieb, du bist so schön, du wirst mir heute noch den Kopf verdrehen. Du bist mir fremd und doch so nah, du bist das Schönste, das je ich sah. O du geliebtes, süßes, kleines, zartes China Girl, mir bricht mein armes Herz, warum bist du kein Wiener Girl? Du bist so lieb, du bist so schön, mein zartes Blümchen, auf Wiedersehen. Du bist so du bist so schön, du wirst mir heute noch den Kopf verdrehen. Du bist mir fremd und doch so nah, du bist das Schönste, das je ich sah. Oh, du geliebtes, süßes, kleines, zartes China-Girl, mir bricht mein armes Herz, warum bist du kein Wiener Girl? Du bist so lieb, du bist so schön, mein zartes Blümchen, auf Wiedersehen. Lisa, Lisa, komm rasch, rasch. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Meine kleine Mie, ich danke dir für all deine Liebe und sag es zu, ich konnte nicht anders. Leb wohl. Bleibt! Der Weg ist nicht ganz sicher für euch beide. Ich weiß einen anderen. Geht durch die Frauengemächer. Von dort führt ein geheimer Gang weit außerhalb der Parkmauer. Nochmals Dank für deine Liebe. Leb wohl. Prinzessin, ich kann es noch immer nicht fassen, dass wir uns heute zum letzten Mal sehen sollen. Deshalb sage ich Ihnen nicht, leben Sie wohl, sondern auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie rasch verwelkte doch das kleine Blümchen Glück. Als sie sprach auf Wiedersehen beim letzten Abschiedsblick, da wusste er genau wie ich, er kehrt nie mehr zurück. Ich habe ihn lieb gehabt, den fremden weißen Mann. Doch ich weiß es, dass ich niemals ihn vergessen kann. Nun ist er gegangen, alles ist verblüht. Doch in meinem Herzen tönt noch fort das Lied. Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich,
jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du. Wie, wir können nicht fort. Der Ausgang ist versperrt. Gibt es nur den allerletzten Ausweg? Flieh doch in den Buddha-Tempel. Wohin? Oh Bruder, schon hin. Ich habe die Schuld, ich ganz allein. Cecil, was geht hier vor? So, wir wollten fliehen. Was gedenkst du jetzt zu tun? Hältst du mich kleinlicher Rache, Fee? Wie weh. Frag es nicht länger, bitte. Gib mich frei. Die liebe Sonne, die Europa scheint, hat mir die Luft hier heiß und erdrückend gemacht. Ich bald Oder in mir.
Drin aussieht, geht nie.